Ja, heute werde ich mal über die Bundesrepublik sprechen, was da nun mit ihr los ist. Sind wir nun schon Viertes Reich oder Stasi-Staat 2.0? Und wie immer, ich zitiere nur, denn es ist gefährlich, eine eigene Meinung zu haben. Es fällt in letzter Zeit zunehmend auf, dass die Bundesregierung, Staatsanwaltschaft und Medien zunehmend gegen Bürger vorgehen, die unangenehme Fragen stellen. So zum Beispiel bei Xavier Naidoo. Er sei Nazi und Rassist. Und schon wurde er umgehend aufs Fernsehmedien verbannt. Was war denn das Verbrechen von Xavier Naidoo? Er hatte behauptet, Deutschland sei nicht souverän. Und das stimmt, denn das Grundgesetz geht vom Fortbestand des Deutschen Reiches aus. Dies wurde vom Verfassungsgericht bestätigt, das ergänzte, die Bundesrepublik sei nicht der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern ein Konstrukt der Besatzungsmächte ohne Legitimation. Und dies wiederum wurde von dem Europäischen Gerichtshof bestätigt. Wir sehen hier in der Einblendung das über das Urteil. Dort heißt es, da können wir Folgendes lesen: Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH vom vergangenen Donnerstag hat die juristische Welt gehörig in Aufruhr versetzt. Nach Ansicht des EuGH dauert die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnene Besetzung Deutschlands durch die alliierten Siegermächte, und zwar UdSSR, USA und Großbritannien, bis heute an. Die Verträge, die diese Besetzung eigentlich beenden sollten, sind nach Ansicht der Richter in Luxemburg nicht gültig. Damit die Bundesrepublik auch in Zukunft als souveräner Staat anerkannt werden kann, ist es daher nötig, mit allen drei Ländern erneute Vertragsverhandlungen aufzunehmen und die Zukunft Deutschlands erneut vertraglich auszugestalten. Bis es soweit ist, soll ein Kontrollrat, bestehend aus Vertretern aller drei Siegermächte, über die Geschicke der Bundesrepublik entscheiden. Die Vertreter der Europäischen Kommission führen an, dass Deutschland als angeblicher Mitgliedstaat der EU seine vertraglichen Pflichten gegenüber der EU verletzt hat. Die Pflichtverletzung sei darin zu sehen, dass sich die Bundesrepublik um eine Mitgliedschaft in der EU bemüht habe, obwohl der Regierung hätte klar sein müssen, dass Deutschland aufgrund seiner fehlenden Souveränität nie hätte Mitglied werden dürfen, weil es kein Staat ist. Wie gesagt, Deutschland ist kein Staat, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dass die Bundesrepublik falsch spielt und ihre Bevölkerung und andere Staaten betrügt, zeigt ihre Reaktion. Das Konstrukt einer GmbH sei nicht mehr ausreichend, um den Besatzungsmächten in der Zeit der Umgestaltung die nötige Aufsichtsbefugnis zu vermitteln. Deshalb werde man die GmbH in eine Aktiengesellschaft umwandeln und die Besatzungsmächte in den Aufsichtsrat berufen. Diese moderne Art des Besatzungsmanagements wird uns die zukünftige Zusammenarbeit bis zum Abschluss eines neuen völkerrechtlichen Übergangsvertrages mit den Vetomächten erleichtern, so ein Sprecher der Bundesrepublik Finanzagentur GmbH des Deep States. Der Anwalt Marcel Polte schreibt in seinem Buch Dunkle neue Weltordnung, wie tief deutsche Eliten in satanischen Gruppierungen und ihre globale Agenda verstrickt sind. Einige der Kapitel in seinem Buch lauten MK-Ultra, Mind Control, Missbrauch der Medien, Pizzagate oder Satans neue Weltordnung. In ihn wird von dem seriösen Juristen Unglaubliches berichtet. Zu der Erklärung des Europäischen Gerichtshofs gab Merkel eine Regierungserklärung ab. Sie sei entsetzt über das harte Urteil des EuGH. Dabei weiß sie selbstverständlich, dass nichts,
von dem, was Sie und Ihre Medien dem Volk erzählen, wahr ist. Selbstverständlich muss sie, wie alle Bundeskanzler, sich der Bundeskanzlerakte mit ihrer Unterschrift unterwerfen und den Alliierten gegenüber Gehorsam schwören. Sowohl Putin als auch Trump haben Merkel einen Friedensvertrag und die Beendigung des Sklaventums angeboten. Doch Merkels Gesichtsausdruck, das wir hier auf dem Foto sehen können, beweist, dass sie gar nichts davon hält, da ihr Deep State die ewige Versklavung der Deutschen vorschreibt. Während deutsche Politiker und Medien ständig voller Entsetzen auf die angeblichen Rechtsbrüche von Polen und Ungarn und so weiter hinweisen, wird völlig verschwiegen, dass die Hochkommissarin für Menschenrecht der UNO mehrfach die Bundesrepublik wegen der zahlreichen Verstöße gegen die Menschenrechte in scharfer Form gerügt haben und Rechenschaftsberichte anforderten. Doch die wurden genauso ignoriert, wie auch die Medien diese Missstände totschwiegen. Insbesondere wurden die nicht vorhandene Meinungsfreiheit und das Schicksal der politischen Gefangenen scharf verurteilt. Horst Mahler wurde wegen seiner Meinung zu einer höheren Gefängnisstrafe als so mancher Mörder verurteilt. Der 84 Jahre alte, durch Amputation bewegungslos gewordene alte Herr hat keine Aussicht auf Freilassung. Er hat kein Recht auf die nach zwei Drittel Haft übliche Entlassung auf Bewährung, die sogar Mördern gewährt wird. Genauso wenig wie die 92-jährige hochgebildete Professorin Ursula Haferbeck, die gewagt hatte zu fragen, wie es möglich ist, dass vor dem Holocaust weniger Juden polizeilich gemeldet waren als nach dem Holocaust. Die Freilassung wurde von der zuständigen Richterin mit der vermutlich auftragsgemäßen Begründung abgelehnt, dass sie verstockt sei und die Strafbarkeit ihres Handelns nicht akzeptiert. Denn es ist völlig unerheblich, ob der Holocaust stattgefunden hat oder nicht. Seine Leugnung steht unter Strafe. Schweizerische Verfassungsrichter kamen zu dem Schluss, in Deutschland gäbe es immer mehr willkürliche Inhaftierungen und es herrschten völkerrechtswidrige Zustände. Dem schloss sich das Hochkommissariat für Menschenrechte an, der weltweit für Menschenrechtsverletzungen zuständig ist. Der Europäische Gerichtshof befand am 27.05.2019 ebenfalls, dass die deutsche Justiz nicht unabhängig ist. Deutschland sei somit kein Rechtsstaat im herkömmlichen Sinne der Gewaltenteilung. Der EuGH urteilte aufgrund dessen, dass die deutschen Staatsanwaltschaften nicht zur Ausstellung eines europäischen Haftbefehls befugt sind. Somit dürfen keine politischen Häftlinge oder Verdächtige per Haftbefehl mehr nach Deutschland ausgeliefert werden, da die deutschen Staatsanwaltschaften keine hinreichende Gewährung für ihre Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive böten. Das Handelsblatt kommentierte: Bund und Länder sehen in dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs keinen Anlass, das politische Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten anzutasten. Rechtsstaat? Den gibt es in Deutschland nicht. Aber der wahre Skandal ist, dass die Menschenrechtsverletzungen weder bei den Mainstream-Medien noch den Volksvertretern oder ihren Parteien irgendwelche Beachtung finden. Insbesondere in der Flüchtlingskrise wurde von Merkel fast jedes Recht gebrochen. Das Strafrecht, das Legalitätsprinzip, Verfassungsrecht oder internationalen bzw. EU-Recht. So stellten sowohl Horst Seehofer als auch der ehemalige CSU-Vorsitzende und Ausnahmejurist Dr. Peter Gauweiler fest: Wir sind hier in einem völlig rechtlosen Zustand.
Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff, verwies darauf, dass von den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, nicht einmal ein 0,5% ein Anrecht auf das Grundrecht Asyl haben, da die meisten Wirtschaftsflüchtlinge seien. Zudem verfügte das Bundesverfassungsgericht 1987, dass die Bundesregierung verpflichtet sei, die Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten. Das ist aber völlig unmöglich, wenn die Mehrheit der Deutschen einen Migrationshintergrund hat. Bereits 2013 war das bei den unter 6-Jährigen in allen deutschen Großstädten der Fall. Die Schweizer Express-Zeitung, aus der die vorher gezeigten Abbildungen sind, verweist auf die beispielslose Heuchelei. Der sonst zum eigenen Nutzen so viel beschworene Rechtsstaat ist von einer geschlossenen Politelite in totalitärer Manier außer Kraft gesetzt worden. Und zitierte Verfassungsrichter bzw. ehemalige Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, wie zum Beispiel Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, der feststellte, noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams, warf Merkel Kompetenzüberschreitung, Verfassungsbruch und Selbstermächtigung vor. Neben vielen weiteren Verfassungsrichtern, Staatsrechtlern und Juristen kritisieren auch hohe Richter, wie der Vorsitzende Richter des Deutschen Richterbunds Jens Gnieser, dass Flüchtlinge und Migranten selbst für Gewaltverbrechen nur selten bestraft, während deutsche Falschparker und Temposünder gnadenlos verfolgt würden. Sämtliche Anzeigen unter ihnen von hochrenommierten Juristen und Anwaltsvereinigungen gegen Merkel wurden von der Bundesanwaltschaft abgeschmettert, da Merkel alle Positionen mit Günstlingen besetzt hat. Sie tauschte die Präsidenten vom BND, vom Verfassungsschutz oder dem Bund Deutscher Kriminalbeamten einfach aus, weil die es gewagt haben, auf ihre kriminellen Handlungen hinzuweisen. Wenn selbst von über 1000 Strafanzeigen gegen Merkel nicht eine einzige angenommen wurde, werden dürfen. Mittlerweile dient aber die Corona-Krise dem Regime, mit Notstandsgesetzen bzw. Kriegsrecht zu regieren. Dennoch hat es die Gruppe Wir unternommen, in einem 25-seitigen Papier gegen die Rechtsverstöße vorzugehen. Denn alle Amtsträger müssen nach deutschem Recht deutsche Staatsbürger sein. Das EuGH hat aber festgestellt, dass die BRD kein Staat ist und sie somit nach internationalem Recht überhaupt nicht existiert. Somit ist auch das ganze Fundament des angeblichen Rechtsstaats nicht existenz- bzw. illegal. Alles ist eine gigantische, monströse Lüge, die nicht toleriert werden darf. Denn wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.